Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und heute zeige ich dir, wie ich es geschafft habe, mit Silbermünzen mehr als 30% pro Münze Gewinn zu machen. Es ist unfassbar. 30% Gewinn zu machen mit allem Möglichen ist ja schon sehr viel. Aber mit Silbermünzen oder mit Goldmünzen, das ist eigentlich unheard of, ja? Denn Silber und Gold sind sehr wertstabil und jetzt nicht unbedingt die besten Investitionen, um Geld damit zu verdienen. Hier sehen wir auch schon, dass sich normalerweise nicht allzu viel tut. Meine erste Silberbestellung war damals ein Testkauf von 10 Silbermünzen für 182 Euro plus Versand. Sind wir bei 189,80 Euro, sagen wir mal einfach 190 Euro für 10 Münzen, also 19 Euro pro Münze, was schon relativ teuer war, weil eben der Händler auch relativ viel verdient. Also das kostet insgesamt mehr durch den Versand als auch durch die Händlergebühr, als die Münze an sich wert ist. Die Münze, also die Prägung, gibt dem Silber nochmal zusätzlichen Wert, weil das eben so eine vertraute Marke ist, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz habe ich das teurer gekauft, als es eigentlich wert war. Es ist allerdings kein Problem, denn ich habe gute Gewinne damit erzielt. Wenn wir uns jetzt nochmal hier diesen Chart ansehen, dann sehen wir, wie ich bereits gesagt habe, normalerweise tut sich da nicht allzu viel und man kann nicht allzu viel Gewinn machen. Ich habe das ungefähr hier gekauft, so für, wo der Preis bei 18, 19 Euro ungefähr war. Und dann ist eben Corona passiert. Der Preis ist eingebrochen und dann ist er schlagartig in die Höhe gestiegen. Hier hätte ich wahrscheinlich verkaufen sollen, habe ich allerdings nicht gemacht, habe ich ein bisschen gepennt. Ich habe erst hier verkauft. Jetzt ist allerdings so, okay, wenn ich die für 19 Euro gekauft habe und für 20,66 Euro verkauft habe, dann macht es ja keinen Sinn. Und wenn man dann noch die Händlergebühr mit einberechnet, dann hast du vielleicht gar keinen Gewinn gemacht. Also wie kommt es jetzt auf 30%? Ja, ganz einfach. Wir schauen uns jetzt mal meinen Verkauf an. Ich habe das Ganze natürlich nicht an den Händler verkauft, sondern ganz einfach an Privatpersonen auf eBay verkauft. Und hier ist jetzt einfach mal ein Beispiel davon. Wir sehen, das Ganze habe ich für 25 Euro ungefähr verkauft, plus 2,35 Euro Versand. Das heißt, ich habe 6 Euro Gewinn pro Münze gemacht. Das sind 60 Euro Gewinn bei den 10 Münzen. Bei einer Investition von 190 Euro ist 60 Euro Gewinn wirklich geisteskrank. Das ist unfassbar viel. Wenn du 100 Münzen gehabt hättest, wären sie 600 Euro gewesen. Wenn du 1000 Münzen gehabt hättest, wären es 6000 gewesen. Also niemand kann mir jetzt sagen, okay, 60 Euro ist nicht viel. Man hätte ja auch einfach viel mehr kaufen können, wenn das für dich zu wenig gewesen wäre. Und dementsprechend ist das echt krass. Ich würde dir jetzt einfach Folgendes raten. Du wartest diese Krise jetzt aktuell ab, sodass die Krise sich widerlegt. In einem halben Jahr oder einem Jahr sind die Preise dann wieder mehr oder weniger, meiner Schätzung nach, so wie vorher. Hier kaufst du dann ordentlich ein, wartest dann auf die nächste Krise. Und mit nächste Krise meine ich jetzt nicht den nächsten Weltuntergang oder die nächsten Corona-Zeiten, wo die ganze Welt runterfährt, sondern du wartest einfach auf einen kritischen Moment. Und dann, wenn die Leute Angst haben, ja, wenn die Leute Angst haben, dann kaufen sie Silbermünzen oder Goldmünzen, um sich abzusichern in Krisenzeiten. Und das kannst du dann für dich nutzen, um das dann zu verkaufen. Klar ist es auch schön, Silbermünzen selbst zu haben, um sich eben selbst abzusichern. Aber du musst ja erstens auch nicht alles verkaufen. Und zweitens, der Gewinn, der schmeckt auch gut. Du kannst die Münzen ja später, wenn sich das Ganze wieder gelegt hat, nachkaufen. Und falls du dich jetzt fragst, warum ich die Münzen für deutlich mehr verkauft habe, als sie eigentlich wert waren, denn das ist hier nicht der Silberchart, sondern das ist der Chart vom Maple Leaf, also von der Münze, die ich verkauft habe. Das heißt, die war eigentlich hier nur 20 Euro, 21 Euro wert und ich habe die eben für 25 Euro verkauft. Das liegt daran, dass man sie eben nirgendwo mehr kaufen kann. Sie ist zwar nicht so viel wert, aber sie ist eben überall hier in der Nähe, wo man die mal eben so kaufen kann, ausverkauft. Das heißt, die Nachfrage ist extrem groß, Angebot leider sehr, sehr klein, weil eben sehr schnell ausverkauft war. Und dementsprechend konnte ich eben davon profitieren, dass die Leute schnell Silbermünzen haben wollten und konnte gute Gewinne erzielen. Und wenn du das Ganze auf eBay reinstellst, natürlich am besten mit einem Echtheitszertifikat, sodass die Leute auch wissen, hey, das Ganze ist echt, bekommst du auch schneller die Verkäufe, dann bekommst du deutlich mehr als bei einem Händler. Der Händler will natürlich damit Gewinn machen. Der Privatmann, die Privatfrau will das Ganze nur zur Absicherung kaufen und denkt nicht direkt an das Geld.
Ja, und das ist der Riesenvorteil an eBay. Klar hast du da auch teilweise Gebühren, aber die sind verhältnismäßig niedrig zu den Gebühren, die du beim Juwelier oder wo auch immer hast. Also das ist mein Tipp und das ist das, wie ich es geschafft habe, mehr als 30% Gewinne mit Silbermünzen zu machen, auch wenn es keine Unmengen waren an Silbermünzen, aber 30% ist ja wohl unschlagbar. Und du kannst das definitiv auch machen, wenn du jetzt erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr lang wartest, dass sich das Ganze widerlegt, dann kaufst du mehr als nur 10, 100 vielleicht mal oder 1000 Münzen zu dem niedrigen, verhältnismäßig niedrigen Kurs dann ein, wartest auf die nächste Krise. Wenn irgendwann mal Kim Jong-un mal wieder irgendwelche Faxen macht, dann kannst du das Ganze bei eBay reinstellen, Gewinne machen und dann wieder abwarten, bis sich das wieder senkt. Und wieder neue Silbermünzen kaufen. Und wenn du nicht alle Silbermünzen verkaufst, sondern noch ein paar für dich behältst, kannst du gleichzeitig auch dein Kapital absichern und dementsprechend Gewinne machen und sicher in der Krise sein. Ist das nicht super? Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, sodass wir zeitnah die 1000 Abonnenten knacken können. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, haut rein und wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Ciao!